So, herzlich willkommen bei meinem Let's Show von Minecraft. In diesem Part zeige ich euch, was ich hier in Minecraft alles gebaut habe. Hier sind wir erstmal in meinem bescheidenen Häuschen. Ja, ist 4 Etagen hoch, beziehungsweise 5 oder 6. Gehen wir mal, also hier unten baue ich gerade ein Lagerhaus. Ja, für jeden Rohstoff halt will ich das Ganze hier bauen. Hier wird es noch erweitert. Da seht ihr es momentan dunkel. Also hier werden die Cobblestones gelagert. In der linken Seite, wo die ganzen Kisten sind, kommt da nur Cobblestones hin. Und der rechten, obwohl, nee, sorry. Also in diesem ganzen Raum kommen die Cobblestones. Ich meine, im nächsten Raum, da wo die anderen Kisten sind, da kommen die Dirts hin. Und so weiter halt. Dann mache ich hier noch einen Raum, weiteren Raum für jeden Rohstoff halt. Ja, das wird keine Ahnung wie groß. Ich werde auch sehr viel Steine dann sammeln. Ich habe da schon ein paar gesammelt. Die müssen hier drin sein. Von hier, hier voll. Hier ist voll, da ist voll. Hier ist voll, hier ist voll. Hier ist voll und hier ist voll. Das waren die Steine von diesem ganzen Raum hier. Und Moment, ich schalte es mal kurz auf Easy. Weil ich denke gerade momentan nach, ob ich hier statt einem Lagerhaus eine Monsterfalle baue. Ja. Moment, schließe ich die Tür. Und jetzt schalten wir das mal Ganze auf Easy. Und schwupps, jetzt müssen gleich die Monster kommen. Und da sind sie schon. Normal sind es mehr, aber ist es auch egal. Spinnen sind da eine Menge, okay. Schalten wir es wieder mal auf Peaceful. Dann zeige ich euch weiter. Also weiteren Dingen. Also weitere Sachen. Ja, meine Map sieht so aus. Also hier seht ihr ein riesiges Gebäude da in der Mitte. Das ist jetzt da, wo wir jetzt sind, ne? Das ist mein Hauptstützpunkt quasi. Und da unten habe ich noch was gebaut. Da ist der Pfeil hier oben, wenn ihr den sehen könnt. Und dann hier habe ich es wieder an die gleichen Stelle gemacht. Da habe ich einen Wasserfall gemacht, wie auf der anderen Seite. Falls ihr das schon gesehen habt. Ich will hier das Ganze wieder aus Glas machen. Ist also hier noch im Bau. Also so wie auf der Seite halt will ich es machen. Hier ist es schon fertig gebaut. So soll es dann auf der anderen Seite halt aussehen. Da kann man durchgehen. Hier, um auf die andere Seite zu kommen. Und hier geht's nach unten. Da hatte ich ursprünglich geplant, aus dem Wasserfall eine Monsterfalle zu machen. Habe jetzt aber mich umentschieden zu einer Tierfalle, die nicht wirklich effektiv sind. Es ist eine Erstickungsfalle. Hier sind ein paar Steaks schon. Die Erstickungsfalle zeige ich euch gleich. Hier habe ich erstmal. Moment. Ja, hier habe ich Lava-Spots und Wasserspots gemacht. Hier sind die grob gelagerten Items. Glowstone. Moment, das leckt bei mir ein bisschen. Weil ich lade gerade ein Video hoch. Und hier geht es in den Nether. Mit einer automatischen Tür. Auf der anderen Seite geht es irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall werden hier die Nether-Sachen gelagert. Gehen wir mal in den Nether. Im Nether habe ich noch nicht so viel gemacht. Ich habe da gerade das ganz grob erkundet und schon angefangen hier den Boden zu machen, aber sonst ist da eigentlich nichts Großes. Ja, hier habe ich versucht einen Baum zu pflanzen im Nether. Und versucht, funktioniert aber noch nicht so richtig. So sieht es bei mir aus, ich bin hier in eine Höhle gekommen. Ich habe da schon ein paar Fackeln platziert und ja, sonst gibt es ja eigentlich nichts Großartiges im Nether, das können wir eigentlich gleich wieder verlassen. Und raus in den Nether. Und den Terra. Also das habe ich hier mit Lavaflüsse also gemacht. Da habe ich mich von Gronkh seinen Stargate-Tunnel inspirieren lassen. Finde ich eigentlich ziemlich cool, die Idee. Hier oben, das habe ich aus Source Sand gemacht und das unten ist Glowstone. Schießen wir das Ganze mal. Ja, da ist schon wieder ein Ethan. Funktioniert also eigentlich ganz okay. Jetzt fällt mir auf. Na, jetzt hat. Hier habe ich einen Fallpunkt gemacht, damit man schnell von oben nach unten fallen kann. Also man kriegt hier keinen Schaden, weil da Wasser ist. Hier habe ich es versucht, war aber ein Fehlversuch. Habe ich auch wieder zugemacht.
Ja, also hier sieht es noch nicht so besonders fertig aus. Das werde ich auch noch bearbeiten. Hier geht es nirgendwo hin. Da habe ich gedacht, ich baue mir da ein Lagerhaus. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Hier sieht man das auch wieder. Da ist es von diesem Lava-Spot da. Also von diesem Lava-Dings im Netz drin. Ich will das hier jetzt aus Holz machen und dann so unten, also hier so Glas machen, damit man sehen kann, wie die ganzen Viecher krepieren. Okay, dann hier geht's zu meinem Lagerhaus, das reiße ich gerade ab. Und damit ich das, weil ich das Ganze hier umziehen werde. Also ist ein ziemlich schlicht gehaltenes Lagerhaus. Und ja, hier habe ich mein Naturzeugs gelagert, hier ist mein Höhlenschutz, Sammelkiste. Und ja, Moment, ich muss kurz ans Telefon. Okay, und hier bin ich wieder. Wir waren hier bei meinem Lagerhaus. Also hier habe ich das ganze Dungeon-Zeugs gelagert, wie Mousetown. Okay, der Crafting Table könnt ihr nicht rein. Gunpowder, Brot, Kokabohnen und die Sattel halt. Ja, Naturzeugs habe ich euch gezeigt. Hier kommt der Höhlenschutt rein. Hier ist grob gesammelte Sammelkiste. Da kommt es halt grob rein, wenn ich schnell lagern will oder so. Da habe ich Baumaterial für den Bau von Häusern. Das sind meine Erze. Die Eisen habe ich umgewandelt in Blöcke. Die kann man dann besser lagern. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich die zu Blöcken gemacht habe, die kann man wieder normalisieren. Zeige ich euch mal so. Und hier kann man das wieder craften. Also das ist ziemlich gut, das mit den Blöcken, um das sparsamer zu lagern. Ja. Ups. Nein, komm her. Ja, den Schalter, dann zeige ich euch gleich, was der bewirkt. Hä? Was ist passiert? Achso, ja, meine Diamantenblöcke waren das jetzt. Uiuiui, das wäre bitter gewesen, wenn ich die nicht eingesammelt hätte, aber egal. Also dieser Schalter da, wenn ich den ausschalte, dann gehen hier diese, ja, diese, meine Schienen hier aus. Also hier habe ich ein komplettes Gleissystem gebaut. Das zeige ich euch gleich, wo ist mein Ding. Ich habe, glaube ich, keins mehr. Oder? Doch, da ist einer. Na cool. Habe ich das wieder aktiviert? Ich weiß gar nicht mehr. Also hier geht es dann weiter mit dem Gleis. Kann sein, dass wir jetzt ein paar Minecarts treffen, die ich aus lauter Eile. Also hier habe ich komplett aus Glas gebaut. Sieht ein bisschen scheiße aus, muss ich zugeben. Das habe ich nur inspiriert. Also nicht inspirieren lassen, sondern ja, was heißt inspiriert? Also auf die Schnelle gebaut, weil die ganzen Viecher da immer in mein Gleis rein flitzen. Okay, hier, das ist meine Küche. Das habe ich auch von Gronkh geklaut, diesen Ding. Also, was heißt sie geklaut? Ich meine, inspirieren lassen, ne? Hier ist ein verpackter Kuchen. Da sind meine ganzen Nahrungsmittel. Suppen, Fleisch, da kann ich eigentlich gleich das Zeug reintun. Ach, hier sind Seeds drin. Mit dem pflanze ich hier immer. Also, hier ist meine Farm. Habe ich ewig nicht mehr verwendet. Die geht langsam ein. Hier ist meine Backstube. Hier wird das ganze Zeug gebacken. Und so für Brote und so ein Scheiß. Okay, das ist meine Küche. Dann zeige ich euch mal meine Kaktusfarm. Die habe ich vor einer Woche ungefähr gebaut. Also sie ist noch recht neu. Und zack. Ihr seht, das ist richtig groß, dieses Gebäude. Wobei, den können wir eigentlich gleich mitnehmen. Komm her, Minecart! Minecart! Böser Junge, komm her! Minecart! Also, geht doch. So, hier geht's rein. Den einen hätte ich auch hier machen können. Also, ich hab's so gebaut. Die Kaktusse, Kakteen meine ich, die wachsen hier nach oben. Da aber die Kakteen nicht neben einem Block sein können, droppen die runter und ihre Items, also die Items, die fallen dann hier in den See und fallen dann, also sammeln sich hier in diesen Behälter. Da kann ich sie halt einsammeln. Dann geht's hier hoch und da kann ich sie einfach lagern. Warum ich extra eine Kaktusfarm baue? Ganz einfach, mit den Kakteen kann man, Moment, kann man Kaktusgrün brennen, für die, die es nicht wissen. Und damit kann man Wolle färben, also deswegen habe ich extra eine Kaktusfarm gebaut. Und ja, fahren wir mal weiter. Nein, komm her! Minecart! Ja, ihr seht, hier habe ich eine Pyramide gebaut, da kommt man mit dem Minecart nicht hin, da laufe ich mal schnell hin.
Die ist auch noch nicht so richtig fertig. Die schwebt hier eigentlich noch, ehrlich gesagt. Naja. Ich will die Pyramide weiterbauen, wenn das Adventure-Update rauskommt, weil dann gibt es da Ziegelsteine. So richtig gute aus den Ruinen. Die könnte ich dann hier einbauen und Spikes wird es dann wahrscheinlich auch geben, die ich mit Pistons kombinieren könnte. Die habe ich Black Ops Pyramide genannt. So sieht es von vorne aus. Hier habe ich versucht, langsam die Wände anzufangen. So sieht es von innen aus. Ich will sie dann später komplett abdunkeln, sodass da Monster und so entstehen. Und auch Fallgruben, also ja, so Schalter und so ein Scheiß. Ja, hier habe ich eine riesige Brücke gebaut. Die werden wir auch später benutzen. Ja, hier seht ihr meinen kleinen Stairweg. Soundsteps-Stairweg. Okay. Sind wir fast am Gleis wieder. So, jetzt müssen wir den noch so hinsetzen, dass der von den Boostern angetrieben wird und jetzt hoffentlich sind da keine Loren im Weg. Also hier ist mein kleiner Bahnhof quasi. Habe ich extra gemacht. Linie 1. Hier geht's zur Monsterfalle. Und Linie 1. Hier geht's zur Bücherei. Die ist aber noch im Bau. Die zeige ich euch später. Unten, es führt hier noch keine Linie hin. Hier geht's zur Monsterfalle. Ja, gehen wir mal gleich zur Monsterfalle, wenn wir schon hier sind. Hier geht's zu den Docks. Erstmal muss ich den Minecart wiederfinden. Da ist er. Mein Gott, diese Minecrafts ist klar. Minecarts, meine ich. Die sind ja noch schlimmer als. Keine Ahnung. Okay, müssen wir erstmal das um. Ich verstehe es nicht so richtig mit diesen Detektorschienen. Mit denen sollten wir eigentlich diese Schienen da verändern können, aber ich verstehe es nicht so richtig. Falls ihr da was wisst, schreibt einen Kommentar. Okay. Dö, dö, dö. Und sing, sing, sing. Ja, hier sind wir jetzt auf der Brücke, die ihr vorhin gesehen habt. Hier ist die Pyramide wieder. Und hier geht's ab zu meinem ersten Dungeon, den ich je gefunden habe. Inzwischen habe ich insgesamt 9 Dungeons auf der Map gefunden. Zwei davon habe ich verloren. Also es ist ein Spinnen-Dungeon und ein Zombie-Dungeon. Den Spinnen-Dungeon habe ich verloren, weil ich Obsidian abbauen wollte und da bin ich in die Lava gefallen und gestorben. Also hier ist der zweite. Und den zweiten, den ich verloren habe, der war in so einer Höhle. Ganz tief unten und ich konnte mir den Weg nicht mehr nach oben merken und markieren konnte ich das auch nicht, weil ich keine Schilder und keine Cobblestones so richtig dabei hatte. Und ja, wohl Cobblestones hatte ich schon dabei, aber ich wollte mir jetzt die Mühe ersparen quasi, weil es eh nur ein Zombie-Dungeon ist und der war es eigentlich nicht wert. Okay, das dauert jetzt ein kleines bisschen die Fahrt. Wir sind auch gleich da, jetzt sind wir hier schon fast außerhalb, wir sind hier schon außerhalb dieser Karte. Und da sind wir. Zombie Dungeon. Oh. Hier habe ich mal spontan das Cobblestones gemacht. Da habe ich ein Lagerdings gemacht mit. Hier sind noch Minecarts drin. Und Schalter habe ich hier wieder versucht. Hier an den Türen. Die funktionieren aber auch nicht so richtig. Und hier sind wir. Zombie Dungeon. Ich glaube, das muss ich. Die Cobblestones, die muss ich durch Cleanstones ersetzen. Oder umgekehrt. Die Cleanstones muss ich durch Cobble ersetzen. Hier ist mein Dungeon. Habe ich eine Falle gleich gemacht. Das würde ich noch aus. Also das Glas muss ich noch komplett zumachen. Und diese Falle ist wieder die alte, eine Erstickungsfalle. Ich kann es mal im Moment erstmal zumachen. Ich schalte es mal auf Easy. Okay. Jetzt müssen da. Jawohl, da kommen schon die alten Männer. Kann ich sie notfalls, falls sie da hängen bleiben oder ständig aufschwimmen, hier kann ich sie schlagen. So ungefähr. Aber eigentlich fallen sie da runter. Genau sowas, deswegen habe ich das hingebaut. Weil sie auftauchen. Ertrink schon! Was?
jetzt müssen die ersticken.